Die Tür zwischen zwei Welten. Breakdance und Theater. Heute ist sie offen. Wow. Hip-Hop kam über Nacht, auch in deutsche Haushalte. Ich fing an, mich kreativ in einen Tanz zu verflüchtigen. Dies war meine erste Bewegung. Jahre in 28 Minuten. Ein vom Hip-Hop geprägtes Leben, inszeniert als persönliches Theaterstück. Das soll auch aufräumen mit Klischees. Wenn wir in Deutschland von Street Dance reden, dann reden wir grundsätzlich davon, dass es ein Tanz ist, der auf der Straße entstanden ist. Und das ist Blödsinn. Der Tanz ist im Wohnzimmer entstanden, in Clubs, in Jugendzentren, in allen, eigentlich überall. Bushaltestellen, U-Bahn, überall. Überall heißt in jedem Lebensbereich. Breakdance als Liebesgeschichte. Wir gebrauchen unseren Ausdruck als Sprache im Theater. Das ist eine andere Welt. Battle ist eine Welt und Theater ist eine andere Welt. Aber beide kreuzen sich. Und für uns ist es sehr wichtig, jeden zu erreichen. Was sagst du? Dasselbe. Ich denke, unser Ziel oder unsere Absicht ist, nicht nur zum intellektuellen Theaterpublikum zu sprechen. Es geht auch darum, junge Leute in diese Art von Theater zu bringen. Beide Seiten sollten sich öffnen. Breakdancer und Theaterpublikum, sagen die Künstler. Hier ist die Tür schon zur Pause sperrangelweit offen. Ein bisschen ungewohnt und unerwartet, was die Musikauswahl anging, aber hochinteressant auf jeden Fall. Ich bin ja ganz unbedarft hergekommen und dachte mir, lasse ich mich mal drauf ein, habe meine Familie mitgenommen und wir sind schwer begeistert. Dass es so gut ist, hätte ich eigentlich nicht ganz gedacht, nee. Ich finde super, was die ganzen Leute können und so. Traumhaft. Traumhafte Eindrücke. Breakdance und Theater. Without you, we cannot do show because no audience. Applause for yourself. Der Abend endet gegen Mitternacht, aber die Tür zwischen den Welten bleibt offen.